Herzlich willkommen bei Brandon Mundos Astrophysik TV. Heute reden wir über einen Kugelsternhaufen, das im Jahre 1746 von DJZU entdeckt worden ist. Dieser Kugelsternhaufen befindet sich im Sternbild Skorpion und ist der am nächsten zur Erde gelegene Kugelsternhaufen. Die Entfernung liegt je nach Quelle bzw. Messung und was auch immer zwischen 5500 und 7000 Lichtjahre. Sein Durchmesser wird mit 75 Lichtjahren angegeben. Und es besteht aus ca. 100.000 Sternen, wovon 40.000 weiße Zwerge sind und 65 veränderliche, und gleichzeitig befindet sich dort auch noch ein Millisekunden-Pulsar mit einer Rotationsdauer von 11 Millisekunden. Das Alter dieser Kugelsternhaufen wird auf 12 bis 13 Milliarden Jahre angegeben. Das konnte anhand von 600 weißen Zwergen ermittelt werden, die sozusagen untersucht worden sind. Sein Licht jedoch, also das Licht von dem Kugelsternhaufen aus, wird auf dem Weg zu uns von interstellarer Materie ziemlich gedämpft. Das verstehe ich nämlich so, dass man von der Erde aus nicht die volle Helligkeit dieses Kugelsternhaufens sehen kann.